Grüß Gott, Kinder. Jetzt ist der Pumuckl schon so lange beim Meister Eder in der Schreinerwerkstätte, dass man meinen möchte, er hätte sein Seefahrerblut längst vergessen. Und wenn er von seinen Urahnen, den Klabautermännern, redet, dann ist das für ihn nicht mehr, als wenn wir von unseren Vorfahren, den alten Germanen, sprechen. Der Meister Eder hat das auch gedacht und der Tatsache, dass der Pumuckl manchmal ein Segelschiff kritzelt, keine große Bedeutung beigemessen. Aber das war ein Irrtum. Der Pumuckl redete nur deswegen nicht viel darüber, weil er bis jetzt gedacht hatte, dass Segelschiffe nur auf Meeren fahren und da nur noch selten und dass die Meere unendlich weit weg wären. Diese Vorstellung aber änderte sich mit einem Schlag, als neulich ein Mann zum Meister Eder kam und ein Kästchen bestellte für sein Wochenendhaus, das an einem See liegt. Und dabei kamen sie auf das Segeln zu sprechen. Ach, wissen Sie, Herr Eder, das ist eine alte Jolle, die so? Ich da habe. Ja, aber ich will auch keine Regatta damit gewinnen. Ich segle nur zu meinem Vergnügen. Ja, ja. Ah, Segeln ist auch ein Vergnügen. Aber wie ich noch jünger war, da habe ich mit meinem Freund da aufgesegelt. Aber da war es ja noch viel billiger damals, wenn man sich da ein Boot mit hat. Ach, das ist halt auch noch, Herr Schwingli. So? Ja, man hat halt draußen auf dem See seine Ruhe, wissen Sie. Ach, während namentlich am Sonntag jeder Strand so überfüllt ist, dass man kaum Platz zum Hinsitzen findet. Nein. Ja, und da mein Häusl nicht direkt am Strand liegt, segle ich eben raus, bevor ich mich unter so viele Leute lege. Mei, wie lang ist das schon her, dass ich an den See gefahren bin? Dabei haben wir es direkt vor den Nosen. Aber mei, gell? Wenn man kein Auto hat, nicht? Nein, es gehen nicht. Ja noch genug Vorzüge. Ne? Da sind sie doch gleich draußen. Wenn sie segeln können, sollten sie zur Erholung schon einmal wieder versuchen. Nein, mein Lieber, ich nicht mehr. Oh Mensch, schmeiß ich um. Lieber nicht. Ja, Sie, also, das Kastel, gell, das können Sie nächste Woche nachher wiederholen. Ah, gell, das ist großartig, Herr Eder. Ich danke Ihnen schön. Also dann bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr. Habe ich da jetzt richtig gehört oder habe ich da jetzt falsch gehört? Das ist ja unerhört. Wo ist der See? Wo ist der See mit den Segelschiffen? Vor deiner Nase, hast du gesagt? Na ja, das musst du nicht so wörtlich nehmen. Da muss man schon mit dem Zug hinfahren. Ja, aber man ist schnell draußen, hat der Mann gesagt. Komm, hör gleich mit dem Arbeiten auf. Ja, was fällt denn ein? Doch, damit wir ganz schnell draußen sind. Segelschiffe, Segelschiffe. Na, jetzt komm wieder zu dir, ja. Mir wird jetzt ganz anders. Mir wird ganz zweierlei. Ach, was sag ich da, zweierlei? Mir wird dreierlei. Mir wird 87, 30erlei. Gepumuckl, übertreib doch nicht so. Ich und übertreiben. Freilich. Ich untertreibe. Segelschiffe, ganz nah, Segelschiffe. Du weißt doch, dass ich ein Nachfahre der Klabautermänner bist, freilich, ja, weiß ich. Ja, ich weiß schon, aber schau her. Die waren ja auf große Segelschiffe, auf dem Meer und nicht auf so kleine Schiffe wie auf dem See. Ja, schon. Außerdem habe ich kein Geld für sowas. Und damit basta. Und damit nicht basta. Schon basta. Nicht basta! Pumuckl. Jetzt sag ich dir eins. Ich will nichts mehr hören! Ich sag dir das, fang kein Theater an, ja? Ich will segeln! Ich kenn das Gespiel schon. Wenn du was willst und recht umeinander tobst und nachher was ansteuerst, so lang, bis du am Ende das erreichst, was du willst. Ja, ja. Du, Pumuckl, ich sag das. Dein Eigensinn vertrage ich nicht. Verstanden? Ich hab dich schon verstanden, aber du verstehst mich nicht. Das ist doch gar kein Eigensinn. Es ist ein Eigensinn, jawohl. Nein, das ist da ein, was ist, ein was ist? Drücken. Ein Drücken in mir drin. Tut da innen drücken und ziehen. Was fällt dir denn ein? Das tut es oft. Das spielst du bloß ein. Das tut es oft, aber dann sage ich nichts, wenn es drückt, weil ja das Meer so weit weg ist. Aber immer, wenn ich was von Segelschiffen höre, dann tut es so. Das glaube ich nicht. Drücken doch. Und jetzt, wo ich erfahren habe, dass Segelschiffe ganz nah vor der Nase sind, da drückt es so, dass ich schlucken muss. Ja, und wenn ich nicht schlucke, dann läuft es als Träne bei den Augen heraus. Aber Pumuckl, wirst du nicht Heimweh haben, hm? Schau, das lohnt sich ja gar nicht. Die Schiffe sind ja nicht länger als wir meine Werkstatt da. Und ich bin zu alt zum Segeln. Alle Kapitäne sind alt und segeln trotzdem. Schon.
Nicht so, Pumuckl, so kenne ich die ja gar nicht. Ja, ich bin ein Kobold traurig. Ist doch nicht traurig, doch, sondern lustig. Jetzt setz dich da her und gehst da rein. Nein, in die Schiffschaukel, nein. Ich mag nicht schaukeln. Also nachher lass das bleiben. Ich muss jetzt ja weiterarbeiten. Ich mag segeln. Meister Eder hat weitergearbeitet, weil er nicht so recht zugeben wollte, dass ihm das Heimweh vom Pumuckl nahe ging. Aber während er so arbeitete, dachte er darüber nach, ob er nicht doch vielleicht das Segeln noch recht gut könnte und ob es wirklich so ganz und gar unmöglich wäre, einmal mit dem Zug an den See zu fahren und ein Segelschiff zu mieten. Nach einiger Zeit sagte er zum Pumuckl: Pumuckl? Pumuckl? Ja. Wie ist es jetzt, wenn wir am Sonntag rausfahren und wenn wir wirklich ein Segelboot mieten könnten und wenn du mit mir segeln dürfest? War nachher am Ende vom Tag das Heimweh nur noch größer oder war es nachher für eine Zeit vorbei? Was, wenn was alles wäre? Na ja, wenn ich mit dir am nächsten Sonntag zum Segeln fahre, dann ist alles Heimweh vorbei. Ja? Dann kann ich wieder dichten und essen und schaukeln und dann kann ich vielleicht sogar pfeifen und dann könnte ich ja, auch... Also, ist das sicher? Ganz, ganz sicher. Schau mal her. Schaukeln kann ich jetzt schon wieder und dann kann ich noch das andere, tralala, ja. singen meine ich, kann ja. ich auch schon wieder. Und wenn du mir ein Stück Schokolade gibst, dann kann ich sogar was? Drauf pfeifen. Nein, ich meine, dann kann ich die Schokolade essen und dann ja. kann ich pfeifen. Soll ich mal pfeifen? Ja, pfeife mal, ich pfeife mal. Ja, no? Pass auf. Also geht's. Nochmal, ja, nicht gleich lachen. Ja, probier's nochmal. Na, Pumuckl, schau her. Ach, so geht es. Aha, jetzt kann ich's. Nein, pfeifen kann ich, glaube ich, doch nicht. Nein, aber das kann ich ja nicht mal, wenn ich sehr lustig bin. Aber dichten kann ich. Gib mal Acht, ich mache jetzt ein Gedicht. Na? Seht ihr den Kapitän dort stehen, daneben den Klabauter auf die Wellen? Schaut er. Ah, das ist schon ganz gut. Es tost der Sturm, es ist enorm. Oh. Es bläst der Wind, das Schiff geschwind über den See. Juche, Jucho. Nein, umgekehrt. Jucho, Juche. Das ist der Sturm. Tatsächlich war am Sonntag darauf das Wetter so schön, dass man zum Segeln hinausfahren konnte. Der Pumuckl war außer sich vor Glück und Erwartung. Im Zug war er so brav, dass es dem Meister Eder beinahe unheimlich war. Auch als der Schreiner das Segelboot mietete, saß der Pumuckl mucksmäuserstill in Eders Rocktasche. Erst als sie draußen auf dem See waren, tat der Pumuckl einen Jubelschrei, dass man es weithin hören konnte. Hoho, juhu! Oh, hörst du das Wasser? Schau mal die Wellen ja. und unser Segel. Ho, ho, ho. Nicht so laut. Du bist der Kapitän ja. und ich bin der Oberste aller Klabauters. Ja, der Biest. Hurra! Pumuckl, schrei doch nicht so. Du sollst nicht so schreien. Doch, ich muss doch schreien, weil es so schön ist. Hurra! Sei ruhig. Du, was? Schau ja. doch her. Was denn? Die da drüben von dem Ruderboot. Wo denn? Die schauen schon rüber, wer da so schreit. Wo denn? Ich doch, ui. Ihm. Ein Ruderboot. Ja. Langsames Zeug gegen uns. Habe ich nicht gesagt, dass du gut segeln kannst und dass du nichts, überhaupt nichts verlernt hast? Na ja, wenn man es nicht so genau nimmt, bin ich ja ganz gut vom Steg weggekommen. Du bist sogar ja. sehr gut vom Steg weggekommen. Und wenn der Wind so schön gleichmäßig bläst, ja. da ist ja kein Kunststück. Ja, das ist... Achtung, Pumuckl, komm. Was ist denn jetzt? Wir wenden jetzt. Ui, wir wenden uns um. Ja, wir wenden. Das Boot um. Ich muss jetzt gleich auf die andere Seite ja. sitzen. Wo soll ich mich hinsetzen? Ja, du sitzt da hinten. Ja, aber wenn du wendest, ja, dann... Ja. Ui, unser Schiff liegt ganz schief. Ach, wo, das steht wieder auf. Du lass es nur nicht umfallen. Du weißt, ich kann nicht schwimmen, wenn ich sichtbar bin. Nur keine Ahnung. So stark ist ja der Wind gar nicht. Ja. Und schau, ich brauche bloß ein bisschen nachgehen. Dann liegt's nicht mehr so schief. Ja, dann liegt's nicht schief, aber dann wird's wieder langsamer. Komm, fahr wieder ganz schnell. Ui. Wer fährt denn da schneller als wir? Und das, obwohl er keine Segel hat? Ja, weil er dafür einen Motor hat.
Weißt du, so wie die Autos. Puh, Motor, ja. Motor, das ist ganz dumm. Das ist nichts für Klabauter. Puh, mit einem Motor ist ja gar keine Kunst. Segeln ist viel schöner, weil Segeln nämlich eine Kunst ist. Jawohl. Ja, ja schon. Motor ist ja bloß so zum Drinsitzen, ja, oder? Drinsitzen und Gas geben und lenken muss man halt. Na ja. Eine große Kunst ist das nicht. Das ist überhaupt keine Kunst. Gerade bei den eleganten Motorbooten, ja, wo man bloß einen Zündschlüssel umdrehen muss und schon springt's an. Was? Die springen, die Motorboote, ja, auf dem Wasser? Der Motor springt und, an. Und da brauchen die noch einen Schlüssel dazu, wie eine Tür. Das ist dummes Zeug. Das ist sehr dummes Zeug. Komm, wir wenden Achtung, uns wieder. Achtung, ja, ja, Achtung, Achtung. Ja. Setz dich schön in die Mitte und halt die fest. Ja, ja. So. Ui, das ist toll, wie du das kannst. Also das fällt mir gar nicht ein, was das von dir ist. Ja. Also wenn ich dich nicht zum Kapitän ernannt hätte, dann würde ich dich jetzt zum Oberdoppelkapitän ernennen. Na, wie wär's mit einem Admiral? Das ist auch schön. Das wäre gerade der richtige Titel für mich. Ja. Jeder Admiral zu sehen. Ja, ja, und jetzt mache ich ein Admiralsliedgedicht. Ja, machst das du. Geht so, ja. Du bist ein Admiral, das weiß schon jeder Aal. Und von den Fischen jeder sagt, toll kann's Meister Eder. Ja, großartig. Ahoi, Seemann, ahoi. Ahoi, ahoi. Die beiden waren wirklich von Herzen vergnügt. Sie segelten bei herrlichem Wind kreuz und quer über den See. Nach 2 Stunden bekam der Meister Eder Hunger. Und weil sie gerade nahe am Strand vorbeisegelten, von dem bunte Gartenschirme eines Kaffeehauses herüberwinkten, sagte Eder: Weißt du was, Pumuckl? Jetzt legen wir auf dem Steg gleich vor dem Kaffee dort an. Ich hab eine Mordsdurst und einen Hunger hab ich auch. Ja, aber ich hab noch gar keinen Hunger und Durst. Ich will weiter segeln. Ach, nachher segeln wir ja auch wieder. Aber jetzt möchte ich eine Pause machen. Aber du kannst ja im Boot bleiben, solange ich Kaffee trinke. Ja, ja. Kann da ja nichts passieren. Nö. Bist ja unsichtbar, solange ich nicht da bin. Und ein Unsichtbarer, der kann ja auch nicht ertrinken. Nein, also gut, ich setze mich unter das Flattersegel und warte und bewache das Schiff. Das ist richtige Klabauterarbeit. Ja. Das haben alle meine Vorfahren auch getan. Na also, kaputt machen kannst du auch nichts. Na, falls ja so nichts. Jetzt muss ich bloß so anlegen, dass wir uns nicht blamieren. Gib Obacht. So, jetzt. Weißt du, ich mag's nicht, wenn die Leute da im Café auf dem Steg was zum Lachen haben. Hoho, hoho, hoho! Niemand soll über den großen Admiral lachen. Das geht ja gegen unsere Seefahrtsehre. Hast recht, ja. Die werden legen, wenn wir nur so anstaunen. Nein, staunen, wenn wir nur so anstaunen. Nun, zum Staunen gab's für die Zuschauer nichts. Aber auch nichts zum Lachen. Jedenfalls vorerst nicht. Meister Eder legte richtig im Wind an, teute das Boot fest und ging ins Café. Der Pumuckl blieb auf dem Schiff. Der kleine Kerl kam sich allein auf dem Schiff wie der Herr über alle Meere vor. Er kletterte den Mast hoch und blies mit vollem Backen in das Segel. Er ließ sich hin und her schaukeln. Er beäugte prüfend das Steuer. Kurzum, er war ein vorbildlicher Nachfahre der Klabautermänner. Bis er auf die Idee kam, auch die Fangleine zu prüfen, mit der das Segelschiff am Steg festgemacht war. Es scheint ganz gut zu halten. Schön herumgewickelt, gewackelt, diese wie heißt die Schnur? Fangleine, ja, Fangleine heißt sie. Mit der Fangleine fängt man sich einen Steg. Hat er sehr gut gefangen, der Meister Eder. Wenn man mit der Leine eine schöne, schöne Schlinge macht, in die sich der Pumuckl setzen und schaukeln kann, das wäre auch gut. Ja, aber wie macht man eine Schlinge? Halt, ich hab's. Man zieht aus diesem schönen Knüpfeknopf ein Stück Fangleine so weit heraus, dass eine Schlinge daraus wird. So. Na, noch ein bisschen größer. Und jetzt noch ein bisschen größer. So, und jetzt kann sich der Pumuckl in die Schlinge schlingeln. Und dann kann der... Halt, nee, nicht aufgehen, dummer Knopf. Nicht, sonst hält das Schiff ja nicht mehr. Und du dummes Schiff, zerr doch nicht so. Ich kann dich doch nicht halten. Oh, es zerrt und zerrt. Halt nicht. Nicht. Hilfe! Hilfe! Das Schiff und der Wind aber waren stärker als der Pumuckl. Die Fangleine, deren Verknotung der Pumuckl aufgezogen hatte, löste sich unaufhaltsam und das Schiff trieb hinaus in den See. Der Pumuckl hielt so verzweifelt die Leine fest, dass er ins Wasser gezogen wurde. Gottlob war er unsichtbar, sodass er nicht ertrinken konnte. Mit einem Riesensatz hüpfte er wieder ins Boot. Und da saß er nun und guckte hilflos zu, wie er hinaustrieb.
Der Meister Eder saß bei Kuchen und Kaffee im hintersten Winkel des Gartens. Er hatte bei dem Regensonntagsbetrieb keinen anderen Platz mehr bekommen. Erst als er sich, um zu bezahlen, nach der Bedienung umsah, bemerkte er den Menschenauflauf auf dem Steg. Und dann sah er auch, dass sein Segelschiff draußen auf dem See trieb, schwankend und mit flatternden Segeln. Er rannte durch den Garten und hinaus auf den Steg. Da kommt einer Grind, dem wird das Boot kehren. Ja, diese Sonntagssegler, nicht einmal ein Boot können sie gescheit festmachen. Mein Gott, hoffentlich. Hoffentlich hört sich das mit dem Kind bald auf. Hört einer das Boot? Ja. War da ein Kind auf dem Boot? Ja. Nein, ein Kind nicht. Warum? Ja. Doch, weil eine Kinderstimme um Hilfe gerufen hat, wie sie das Boot gelöst hat. Um Hilfe hat er geschrien. Ja, und wie? Natürlich. Und zwei Schwimmer suchen bereits den Grund ab. Ja, aber man kann nichts entdecken. Ja, das glaube ich schon. Was heißt da, das glaube ich schon? War jemand auf dem Boot oder nicht? Ja, schreien Sie mich nicht so an. Es war niemand auf dem Boot, der ihr trinken kann. Jedenfalls nicht so lange Leute da sind. Ja. Aber Sie, hören Sie einmal. Es hat doch jemand ganz deutlich um Hilfe gerufen. Ja, das kann schon sein. Aber trotzdem brauchen wir uns nicht aufregen. Ihre Nerven möchte ich haben. Wenn jemand um Hilfe schreit, dann braucht er Hilfe. Ja, in dem Fall war sie sicher, dass trotzdem nichts passiert sein kann. Der kann auf keinem Feuer trinken. Aber das verstehen Sie nicht. Was? Ist denn da nirgends ein Ruderboot, damit ich mein Schiff reinholen kann? Was wollen Sie denn, Herr? Am Sonntag kriegen Sie doch kein Ruderboot hier. Wir sind doch alle auf dem See draußen. Oje, oje. Also, ich verstehe den Menschen nicht. Schreit da jemand um Hilfe, wie sie das Boot löst? Und das rührt den überhaupt nicht. Da kommen die zwei Männer, die ins Wasser gesprungen sind. Was ist los? Es muss sich um einen Irrtum handeln. Tut mir leid, dass Sie umstehen gehabt haben. Naja, ist ja besser, wenn nichts passiert ist. Aber Ihr Boot, das müssen Sie irgendwie von jemand reinholen lassen. Wenn das da draußen treibt und der Dampfer kommt daher. Freilich, aber ich weiß nicht, wie ich es holen soll. Halt! Da kommt einer mit dem Motorboot! Hallo! Hallo! Sie! Ja, bitte? Meinen Sie mich? Ja! Mein Segelboot schwimmt da draußen! Es hat sich losgerissen! Dürfte ich Sie bitten, dass Sie rausfahren und das... Ja, wieder mal einer, der sein Boot nicht richtig festbinden konnte. Das haben wir gern. Ja, jetzt ist es einmal passiert. Aber man kann es ja nicht draußen schwimmen lassen. Besser Ihr Boot schwimmt draußen als Sie. Das Ding kann wenigstens schwimmen. Ja, ich kann's auch. Darum geht's aber nicht. Nein. Es geht darum, ob jemand einen richtigen Knoten machen kann. Und da hat's bei Ihnen anscheinend ausgelassen. Ja, der bringt ja einen Knopf nur überall dort rein, wo man nicht braucht. Da ist ein Ort. Möchte wetten, dass das Boot da draußen ohne den Herrn besser segelt als mit ihm. Aber bitteschön, ich tue Ihnen den Gefallen und hole das Ding da rein. Der Meister Eder ist vor den Leuten recht dumm dagestanden. Aber er musste es sich gefallen lassen. Er konnte ja nicht sagen, wer den Knoten gelöst hatte. Er wartete also einigermaßen betreten, bis der junge Mann mit dem eleganten Motorboot das Segelschiff anschleppte. Unter den Blicken der Neugierigen nahm er es in Empfang und stieg ein. Den Pumuckl konnte er natürlich nicht sehen, denn der ist ja nur sichtbar, wenn Eder mit ihm allein ist. Aber der Schreiner nahm sicher an, dass der kleine Kerl im Boot hockte. Na, er würde ihm die Meinung sagen, wenn sie draußen auf dem See allein waren. Vorerst aber musste er noch einige spöttische Bemerkungen über sich ergehen lassen. Hier, da haben Sie Ihre aufgetakelte Nussschale. Ja. Sagen Sie dem Verleiher einen schönen Gruß, er soll das nächste Mal eine Fernsteuerung einbauen. Dann ist es nicht so schlimm, wenn sich sein Holzfisch selbstständig macht. Ja, also ich danke Ihnen heute recht schön. Ja, bitteschön. Und wenn Sie mal wieder anlegen, nehmen Sie alles Kleber mit. Soll in verzweifelten Fällen auch Segelboote am Steg festhalten. Nehmen Sie aber jetzt nicht den Steg mit wie Zopfern, auch wenn es für Sie ein schönes Andenken wäre. Meister Eder zog es vor, auf diese Spötteleien nichts zu antworten. Er segelte ab. Seine Gesichtsfarbe aber war dunkelrot. Als sie weit genug weg waren, sodass sie keiner mehr sehen konnte, bemerkte Meister Eder, dass auch Pumuckls Gesicht rot war. Aber an diesen gesunden Färbungen war nicht die Sonne schuld, sondern der Zorn. Kann man die wirklich nicht einen Augenblick allein lassen, ohne dass du was anstößt? Den Knoten hast doch du aufgemacht. Ja, ich wollte doch bloß ein... Bloß? So blöd bin ich schon da gestanden, wie ein Depp. Alle Leute haben über mich gelacht. Ja, aber ich wollte doch genau ein... Genau das ist passiert, was ich vermeiden wollte.
Blamiert war ich. Aber ich hab das doch. Und der junge Kerl mit seinem Motorboot hat mich behandelt, als war ich der hergelaufene Handwerksbursch. Aber ich wollte doch das Schiff nicht wegfahren. Hast gehört, was er alles gesagt hat? Hat leicht Witz machen können mit seinem schlechten Boot, wo er bloß einen Zündschlüssel umdrehen muss, damit's fahrt. Und einen Kobold hat er ja auch nicht. Kein Wunder, dass bei dem allebei alles klappt. Klappt aber nicht alles bei ihm. Ja, freilich. Schau doch rüber. Der kann nämlich nicht fahren. Ach, der wird schon nicht fahren wollen. Aber die Leute stehen herum wie vorher bei dir. Na ja, die werden sich halt das fesche Boot anschauen. Ja, und werden auch lachen. Wieso werden die lachen? Schau mal, was ich da hab. Das ist ja... Ist das nicht? Das ist der liebe kleine Zündschlüssel, jawohl. Pumuckl, hast du? Jawohl, hab ich. Meinst du, ich war nicht zornig? Und wie zornig ich war. Aufgetakelte Nussschale, hat er gesagt, zu unserem schönen Segelschiff. Und Holzfisch, hat er gesagt. Nichts gegen Holz und nichts gegen Fisch, aber Holzfisch. Und wie er das gesagt hat und wie er gelacht hat, ja, da hab ich mir gedacht... Schluss, habe ich mir gedacht. Ausgelacht, habe ich mir gedacht. Und dann bin ich rübergehüpft und habe den schönen kleinen Schlüssel geholt. Ah. Was, da bist du lieber? Ja, bin ich rübergehüpft. Da soll er doch fahren ohne Schlüssel. Soll er doch seine Nase in das Schlüsselloch stecken und sie herumdrehen. Ja. Soll er doch, was er will. Aber meinen großen Kapitän, meinen Oberdoppelkapitän Meister Eder, den soll er nicht auslachen. Ja, jawohl. Aber Pumuckl. Jawohl. Das soll er sich doch einen Ruderkahn kaufen? Oder soll er sich doch mit einem Alleskleber ein Segel auf sein Boot kleben und selber blasen? Na, Pumuckl, das geht doch nicht. Das wird auch nicht gehen. Und das ist eben wunderschön. Aber er hat uns doch geholfen. Wie? Und vielleicht ist er weiß Gott wo daheim und kommt jetzt nicht zurück. Das ist mir ganz und gar egal. Ich bin so voll Zorn, wie der See voll Wasser ist. Jawohl. Gib acht, Pumuckl. Wenn man selber so boshaft ist wie der andere, nachher ist man selber auch nicht besser. Wieso? Ich find's nicht schlecht, dass der hochnasige Bursche jetzt ein bisschen einen Schrecken hat. Aber Schaden soll er keinen haben. Wir bringen jetzt den Schlüssel zurück. Nein, nein, nein. Doch. Ich werf den Schlüssel in den See. Ich halt, lass nichts aus, da. Lass den Schlüssel nein, aus. Nein. Warum Pumuckl, nicht? Pumuckl, pass auf. Was? Ich weiß was viel Feineres. Wieso? Wir segeln jetzt wieder zum Steg und legen an. Nein. Und nachher frage ich recht scheinheilig, ob der Herr was sucht. Und du gibst dir acht, wenn ich mich bück, dann legst du schnell einen Schlüssel auf den Steg. Und ich tue dann, als hätte ich ihn gerade gefunden, und nachher lasse ich die Leute ein wenig über ihn lachen. Das ist die allerbeste Rache, die es gibt. Ja, und dann segeln wir davon und sind die größten Kapitäne, die es gibt. Oh ja, das machen wir schnell. Komm, segel schnell zurück. Da der Wind günstig war, sind die beiden schnell wieder beim Steg gewesen. Den jungen Mann und sein Motorboot umstanden die gleichen Neugierigen wie vorhin den Herrn Eder. Und auch hier gaben die Leute alle möglichen Ratschläge. Da wird ja noch nichts anderes übrig bleiben, als nach dem Schlüssel zu tauchen. Na, viel Vergnügen. Aber wie soll denn der Zündschlüssel von alleine über Bord fallen? Ja, eben. Ja, mei. Der Herr hat den Schlüssel abgezogen, ist auf den Steg rausgesprungen, ja, und dabei hat er ihn halt verloren. Ach, wo? Ja, das kann ja nur so gewesen sein. Haben Sie denn keinen zweiten Schlüssel? Ja. Das ist es ja doch. Den habe ich letzte Woche meinem Freund gegeben, damit er das Boot benutzen kann. Und der hat den heute noch in der Tasche. Aube. Weiß Gott, wo der heute hingefahren ist. Ach, ich muss mich abschleppen lassen, wenn ich das Boot nach Hause bringen will. Ja, das ist ja ganz da kommt der Herr mit dem Segelboot wieder. Ja, tatsächlich. Na und? Der nützt mich doch nichts. Ja, vielleicht haben Sie den Schlüssel auf dem Segelboot verloren. Ja. Oh, das Segelboot habe ich ja überhaupt nicht betreten. Nee. Fehlt was? Ja, der Herr hat einen Zündschlüssel verloren. Er muss abgeschleppt werden. Soll ich Sie mit meinem Segelboot abschleppen? Das dürfte ja wohl kaum möglich sein. Aber ich helfe Ihnen gern suchen. Sie haben mir ja vorhin auch geholfen, nicht wahr? Ja. Also, da werden Sie kaum Glück haben. Ich habe ja schon alles abgesucht und ich habe gute Augen. Ja, mei. Die besten Augen nützen nichts, wenn man nicht dort hinschaut, wo es was zu sehen gibt. Moment mal. Ich leg zuerst an und bind mein Schiff fest. Also sparen Sie sich die Mühe, sonst muss Ihr Boot wieder reingeholt werden. Nein, diesmal nicht. So, da. Ist der Knoten richtig? Oder wissen Sie am besten? Ich bin gar nicht zum Scherzen aufgelegt. Aber vorhin hast du recht viel gescherzt. Allerdings auf meine Kosten. Ja. Aber das macht nichts. Jetzt lassen Sie mir mal suchen. Ja. Ja, da schon her.
Was steckt denn da zwischen dem Stegbretel und dem Pfosten? Ja, der Schlüssel! Ja, gibt's das. Ja, tatsächlich. Tatsächlich jetzt also. Ja, aber wir haben doch alle hier gesucht ja, und ich habe. Ja. Ja, vielleicht müssen Sie sich doch ein Brühen kaufen. Also das, ich finde das fabelhaft. Sie kommen hier an und finden den Schlüssel. Ja, also, das ist ja gut. Das ist mir völlig schleierhaft, wie der Schlüssel da hinkommt. Wissen Sie, ich gebe ja zu, dass es blöd ist, wenn einem Segelschiff davorfährt. Ja. Aber viel gescheiter steht man auch nicht da, wenn man einen Zündschlüssel von einem Motorboot verliert. Dann ist nämlich auch ein Motorboot ein rechter Holzfisch. Also, bitte, ich wollte Sie nicht kränken. Ja, ich will Sie auch nicht kränken. Aber den schönen Rat darf ich Ihnen jetzt zurückgeben. Kaufen Sie einen Toren Alleskleber und pappen Sie einen Zündschlüssel fest. Und noch einen Rat, den ich ernst meine. Runterschauen auf jemanden ist leicht, solange man selber nicht in der Patschen sitzt. Aber man sollte sich das allebei ein bisschen überlegen. Das Radl kann sich auch leicht tragen. Ja, und da hat er nicht einmal Unrecht. Der junge Herr, der war vorhin schon recht. Das stimmt. Entschuldigen Sie und... Also, bitte, es war nicht so gemeint. Ah, es ist schon gut. Und noch viel Spaß heute. Dankeschön. Jetzt kann ich ja abfahren. Ja. Warten Sie, ich bin gerne los. Sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Also, gute Fahrt. Ja. Der alte Herr segelt gar nicht schlecht. Jawohl. Er hat auch vorhin einwandfrei angelegt. Also, dass ihm das Boot ausgekommen ist, das war sicherer Zufall. Wer weiß, wer an dem Knoten rumgespielt hat? Ja, also, jetzt geht das Motorboot auch schon wieder. Also, was doch so ein Zinsschlüssel alles ausmacht. Ja, da standen die Leute und guckten den beiden Booten nach. Und ein bisschen war es für alle eine Lehre, die da über den Meister Eder gelacht hatten. Vielleicht haben sie die Lehre vergessen, vielleicht auch nicht. Der Pumuckl und der Meister Eder jedenfalls waren mit dem Erfolg sehr zufrieden. Hast du gehört, was die eine Frau gesagt hat? Ja, dass ich ein alter Herr bin. Nein, dass der alte Herr nicht schlecht segelt und einwandfrei anlegt. Ja, ich habe mich selber gewundert, dass so gut gegangen ist. Ja, das kommt, weil du einen Klabauter dabei hast, der allen Seemännern Glück bringt. Ja, so kann man es auch sehen. Oh, der Pumuckl, der ist so vergnügt. Wasser plätschern, Segel flattern, Wind blasen und wie schnell unser Boot geht. Schneller als alle anderen geht es. Da muss ich ja direkt, was muss ich denn da gleich? Ach so, ja, da muss ich vor Vergnügen singen, muss ja, ich na, da. Ja, na, sing halt. Mhm, das fange ich jetzt mal an. Singst du auch ein bisschen mit? Ja, ich gut, sing damit. Also, singen wir zusammen. Mhm. Wir fahren durch Wellen und Meer, ho, 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 das freut ja den Pumuckl sehr. Ho, 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 das Herze, das springt und der Pumuckl singt das alte Lied der Klabauter. Ho, ho, Seemann, ho, 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 Seemann, ho, ho, wir beide, wir sind ja so froh. Es war der wunderschönste Tag für den Pumuckl, aber auch für den guten alten Schreinermeister. Abgesehen davon, dass es ihm selber großes Vergnügen gemacht hat, wieder einmal wie in jungen Jahren gesegelt zu haben, machte es ihn auch glücklich, dass sein kleiner Kobold kein Heimweh mehr hatte. Beide sind abends todmüde ins Bett gefallen und haben noch die ganze Nacht von Kapitänen, Segelbooten und hohen Wellen geträumt. Und das Bett schien immer ein wenig zu schaukeln dabei. Ja, und wie die Geschichte weitergeht, das hört ihr das nächste Mal. Bis dahin also, auf Wiederhören.